Hübsch, ein Picknick bei 29 Grad in den Weinbergen im Schatten. Willkommen bei Wir in Stuttgart. Heute haben wir Folgendes für Sie. Bei den Stuttgart Scorpions läuft es einfach nicht rund in dieser Saison. Head Coach zieht erste Bilanz nach Heimniederlage. Gestatten? Molö. Wir stellen ein neues Stuttgarter Kinderbuch vor und die Autoren der Geschichte um den kleinen, ohrlosen Elefanten. Wieslein, deck dich! Wir sind in den Weinbergen beim Picknick, irgendwo im Remstal, über Winterbach. Und wir lernen die Stuttgarter Band Havelka kennen. Wir sind in den Weinbergen über dem Örtchen Winterbach im Remstal, 30 Autominuten entfernt von der Stuttgarter Innenstadt, bei der zweiten Auflage des sogenannten Wieslein deck dich, einer Weinprobe der anderen Art, in gemütlicher Picknickatmosphäre mit Liveband. Die Idee hatten die Winzer Ellwanger und Miriam Lehle. Das Stückle ist eigentlich das, wo wir schon immer als Kinder mit meinen Eltern oben waren. Und später bist du mit den Freunden hochgegangen, hast gegrillt und irgendwann hast du gesagt, wow, geiler Ausblick, muss man irgendwie was machen draus. Aber jetzt hier oben Weinfest zu machen, das war halt irgendwie auch nicht so einfach, weil du hast ja nichts hier draußen. Und Miriam hat dann damals angefangen mit den Picknickkörben und dann habe ich gedacht, boah, das irgendwie passt das voll geil. Was packst du so in die Picknickkörbe rein? Musik ist auch dabei? Genau, Musik ist ja immer ein wichtiger Bestandteil, weil er die Menschen öffnet, meines Erachtens. Und ansonsten, neben Musik ist dann noch ein buntes Mischmasch aus Käse, Quiche Lorraine, Linsensalaten, Nudelsalaten, alles Mögliche. Also ein schönes Arrangement. Und es gab schon beim Felix, als er 16 war, gewisse Weinfeste. Da hatten wir es vielleicht noch nicht. Das war ich schon mit 14, aber das ist nicht offiziell. Mit 16 bin ich hinzugestoßen und wir wussten es vielleicht noch nicht so zu schätzen wie heute. Am Abend spielt die Stuttgarter Psychedelic Blues Folkband Havelka. Die lernen wir später kennen. Was ist eigentlich mit den Stuttgart Scorpions los? Wir fragen mal nach. Nach der 65:0 Auswärtsschlappe in Frankfurt folgte zu Hause am Wochenende die nächste herbe Enttäuschung bei der Erstligamannschaft im deutschen Ableger des American Football. Die Stuttgart Scorpions verlieren ihr German Football League Südspiel zu Hause gegen die Hessen aus Marburg relativ sang- und klanglos 7:31. Gut, ich meine, die Niederlage tut natürlich sehr weh, weil zum einen mal gegen direkten Kontrahenten ist natürlich auch die Art und Weise, wie wir verloren haben. Das war zu keiner Zeit ein richtiges Aufbäumen zu sehen und kein wirkliches Dagegenstemmen gegen die Niederlage. Das tut eigentlich am meisten weh. Die Bilanz der diesjährigen Saison, 4 Niederlagen und nur ein Sieg. Tabellenplatz 7/8. Nach dieser Niederlage heute kämpfen wir ganz klar gegen den Abstieg. Das ist, Ziel muss sein, Klassenerhalt, Strukturen zu legen, den Kader so weit hinzukriegen, die Leute auszubilden, dass wir dann nächstes Jahr für größere Ziele angreifen. Aber nach der Niederlage ist ganz klar, der Klassenerhalt das einzige Ziel, das wir haben. Eine German Football League Saison ist außerdem recht kurz, vorausgesetzt man kommt nicht in die Playoff-Phase. So stehen aktuell nur noch 9 Spiele auf dem Programm. Eine Nervenprobe für den Coach, der die Scorpions erst in diesem Jahr übernahm. Gut, ich bin eh ein Kämpfer Natur und für mich gibt es kein Aufgeben und Hinliegen. Wir werden jetzt daran arbeiten, an den Fehlern. Das sind die gleichen Fehler, die wir gegen Frankfurt gemacht haben. Und dafür bin ich hier, um die Mannschaft voranzubringen. Und das muss man natürlich schauen, dass wir Step by Step bei den kleinen Sachen anfangen und uns dann nach oben arbeiten. Fakt ist, jetzt zählt erst recht jedes Spiel. Am Pfingstwochenende heißt es Wiedergutmachung, auswärts in Marburg. Das nächste Heimspiel ist dann am 17. Juni gegen die Allgäu Comets. Auch ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Denn der Tabellenletzte steigt direkt ab. Der Vorletzte kommt in die Relegation. Und jetzt treffen wir den ohrlosen Elefanten Molö. Gestatten, das ist Molö. Der Held eines neuen Kinderbuchs aus Stuttgart.
Eigentlich war zuerst der Name. Es ging darum, welche Charaktere können welche Namen haben. Also in Bezug auch auf die Characters und irgendwelche Monster und irgendwelche Figuren, die Team halt so malt. Und dann haben wir halt überlegt, okay, wie können die heißen, damit die nicht alle Beast heißen oder Mutanten-Beast oder sonst wie. Und haben uns halt ein paar Namen ausgedacht. Seine geistigen Eltern sind Inga Schäfer, eine studierte Sängerin, und Timo Hilger, der eigentlich als Concept- und Character-Artist für internationale Videospiele arbeitet. Seine Designs sind dann eher gruselig oder garstig und richten sich an eine ganz andere Zielgruppe als der kleine, ohrlose Elefant. Es sind Monster aus Sci-Fi- und Fantasy-Welten. Also man kann die alle begutachten sozusagen live. Bei Risen 3 zum Beispiel von Piranha Bytes und auch bei Elex habe ich komplett alle Kreaturen und alle Charaktere designt und teilweise auch umgesetzt in 3D. Irgendwann haben wir halt den Namen Moelleux in der Hand gehabt, weil wir gerade Schokokuchen gegessen haben, der halt Moelleux hieß. Und dann war halt dieser Name im Raum und wir haben überlegt, was könnte das für ein Charakter sein? Ist der irgendwie tollpatschig oder ist der, wie bewegt er sich, wie sieht er aus, welche Gesichtszüge kann er haben? Und daraus entstand halt die erste Skizze von Moelleux. Und dann haben wir halt weitergesponnen und dann haben wir noch einen Partner gefunden für Moelleux, das war der Hirschkäfer. Wir haben überlegt, was ist der größtmögliche Kontrast und was passt irgendwie dazu und was könnte eine interessante Geschichte ergeben? Und dann gab es eben zuerst diese beiden Charaktere und daraus entwickelte sich halt die Geschichte. Die Geschichte des kleinen ohrlosen Elefanten haben die beiden zusammen gestrickt. Inga Schäfer hat dann die Texte geschrieben, während ihr Freund Timo Hilger mit den Bildern beschäftigt war. Seine Artworks erstellt er komplett digital, in mehreren Ebenen im Bildbearbeitungsprogramm. Dabei nutzt er ein Zeichenpad am Computer und setzt seine Kenntnisse aus der Ölmalerei digital um. Im Entstehungsprozess haben Inga und Timo auch die Zielgruppe um Feedback gebeten. Das habe ich tatsächlich gemacht mit meinen kleinen Geschwistern. Die sind jetzt 6 Jahre alt und ich habe denen das immer gezeigt. Und die haben das natürlich immer total interessant gefunden, was ich da gerade mache, auch in der Engine und so in 3D. Und die haben ganz viel Input geliefert, die haben gesagt, oh, das sieht ja gruselig aus und oh, der ist aber nicht so schön. Und dann habe ich halt immer darauf geachtet, okay, das nehme ich mal wirklich als Feedback ernst auch und habe dann immer so ein bisschen geguckt, was kann man besser machen. Und Inga hat natürlich auch dauernd gefeedbackt, ist mein Art Director, mein persönlicher sozusagen. Und dann haben wir uns da langsam rangetastet, ja. Moelleux ist jetzt als Buch erhältlich. Ja, es geht um diesen kleinen blauen Elefanten. Genau, und das Besondere an dem Elefanten ist, dass er keine Ohren hat. Das heißt, er hört nichts. Das heißt, er kriegt manchmal Sachen nicht mit, er ist wie so ein Träumer und ist mit seiner Herde unterwegs. Und weil er irgendwie spielt und träumt, ist plötzlich die Herde weg. Jetzt hat er ein Problem, jetzt muss er die Herde wiederfinden und da findet er halt zuerst diesen Hirschkäfer, der ihm hilft. Er ist so ein bisschen widerspenstig, so ein bisschen kauziger alter Kerl. Und die machen sich halt gemeinsam auf den Weg, auf die Suche nach den Elefanten, nach der Herde. Moelleux tapste hastig im Kreis und suchte vergeblich den Boden nach Spuren ab. Etwas unbeholfen versuchte er, auf einen großen Stein zu klettern, um mehr zu sehen. Dabei rutschte er immer wieder ab und plumpste schließlich unsanft neben dem Käfer ins Moos. Seine Herde war weg. Gleich geht's weiter mit Havelka. Die drei Stuttgarter spielen zusammen, sagen wir mal, Bluesrock. Deutschsprachig mit tschechischem Dialekt. Sehr speziell. Es lohnt sich dran zu bleiben. Wir lernen die Herrschaften kennen. Gleich. Regio TV. In den Weinbergen, beim kleinen, intimen Open Air, treffen wir die Stuttgarter Band Havelka. Die gibt es seit gut 12 Jahren. Noch nie davon gehört? Na, dann wird's allerhöchste Zeit. Freunde aus der Stadt, spielst du Blues. Es ist so wahr, wir verlieben uns. Ja komm, Freunde aus der Stadt, spielst du Blues. Es ist so wahr, wir verlieben uns. Havelka. Das heißt Hans, Werner und Klaus, oder? Ja, so ungefähr. So ungefähr, lustig. Oder wie heißt ihr? Havelka. Havelka. Und woher kommt der Name? Also, das kommt aus Wien, aus dem Kaffeehaus Wien. Kommt es. Das ist der Name von einem Kaffeehaus, ist es. Das hat keine Bedeutung, es muss ja keine Bedeutung haben. Okay. Ich meine ja, okay, wenn man da hingeht, man kann sich selber Bedeutung reinmachen.
also vorstellen, halt, dass man da reingeht und die Leute lesen Bücher, lesen Zeitschriften, trinken Kaffee. Ist ein bisschen, die Bedienung ist manchmal so lustig frech und ja, ist schön da. Ja. Havelka eben. Havelka ja. Und wie lange gibt es euch schon? Seit 11 Jahren, oder? Tue ich mich da? Nee, seit 11 Jahren tatsächlich. Also die Stammbesetzung ist eigentlich Petre, Sänger und Gitarrist, der auch für sämtliche Songs auch verantwortlich ist. Und Keyboard hier, Jan-Georg Plawetz. Und ich bin dann vor 9 Jahren dazugestoßen am Schlagzeug. Der Youngster. Sozusagen, ja. Und was macht ihr für Musik so? Also die meisten sagen, es klingt so ein bisschen wie The Doors. Wir drehen es noch durch so einen tschechischen Fleischwolf, muss man sagen. Also es ist so mit ja, tschechisch akzentuierten Vocals, aber die Stimme von Petr, unser Sänger, ist, klingt so ein bisschen wie Jim Morrison. Aha. Wir sind auch in der Doors-Besetzung. Wir sind jetzt aber keine Coverband oder so, wir spielen nur eigenständige Songs. Es geht ein bisschen ins Psychedelische und ja, heute natürlich auch, wir können auch entspannt, also heute spielen wir sehr lockeres Set. Okay. Ja. Was sind eure Pläne? Wie geht's weiter bei euch? Steht irgendwas an schon? Was steht an? Also im Sommer auf jeden Fall das Klinke-Festival von Merlin, wo wir dabei sind am 12. oder? 12. August, ja, meine ich. Gucken. Genau, am besten auf die Website gucken. Aber da spielen wir auf jeden Fall. Ansonsten kleinere Auftritte. Jetzt im Sommer sind wir immer eher so im Urlaubsmodus, um das Ganze so zu sagen. Das nächstgrößere ist dann das nächste Album natürlich. Ne? Das, ist, das steht dann für 2018 an. Ja. Da wir schon so lange diese Musikrichtung haben, will ich was Schnelleres machen. Ein bisschen was Alternativ-Rock, sage ich heute. Das ist so, klingt ein bisschen. Genau. Die Lieder sind schon vorhanden, aber jetzt wegen meiner Hand mussten wir jetzt aufhören. Und nächstes Jahr. Ja, gut. Sehr gerne. Ja.